Das ist eine richtige Rennmaschine von Cube mit Magura-Bremsen eingebaut, die allein schon sportlich aussehen, wenn das Fahrrad steht. Denn sie sind orange. Kleines Detail hier vorne, dass man das mal sieht. Also es sieht so ein bisschen aus wie Alien-Augen, die einen anschauen. Also die kommen immer wieder auf neue Gedanken, was aber auch für die Zubehörindustrie spricht, die sich immer mehr anpasst an die Forderungen der Industrie, die, ich sag mal, ein schönes Design hinbekommen möchte und teilweise mit Akzenten ein komplett neues Fahrrad schafft, was hier, glaube ich, gelungen ist. Denn das bisschen Orange, das ändert das Fahrrad komplett. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, unser Stereo Hybrid 160 TM. Wie du schon sagst, eigentlich sehr dezent, aber durch die Akzente doch wieder was Besonderes. Das TM ist ein Rad, wo ich sagen muss, dieses Jahr extrem. Also die Nachfrage nach dem Modell war letztes Jahr schon groß. Die TM-Modelle zeichnen sich natürlich im Cube-Programm immer dadurch aus, dass sie eine wirklich mega Ausstattung haben. Also das, was das Rad alles an Komponenten hat für das Preisgefüge, wie es hier angeboten wird, ist wirklich sensationell. Und das Farbspiel ist eigentlich genau das gleiche wie im letzten Jahr. Das TM ist immer in diesem Iridium-Grau mit den orangenen Akzenten. Dieses Jahr sind sogar noch die Griffe, die mit dazukommen. Und was soll ich sagen? Es ist aber auch das Rad, was in diesem Jahr schon am frühesten ausverkauft ist. Wir reden jetzt, wir drehen ja 2020, aber wir reden über 21. Wir reden über 21, ja. Warum sagst du denn dieses Jahr? Das heißt, das Jahr hat quasi schon begonnen für dich. Genau, Modelljahr, also bei uns ist es ja immer so, dass Produkte meistens im Juli, August vorgestellt werden. Dann geht es für uns eigentlich schon in die kommende Saison. Heißt, wir sind dann schon im Modelljahr 21. Und hier ist es wirklich so, die Nachfrage, die wir in den letzten Monaten natürlich erlebt haben, war gigantisch. Und die neuen Modelle wurden, sage ich mal, sehnsüchtig erwartet. Und dementsprechend war die Nachfrage auch schon so groß. Und das, was wir geplant haben, ist, sage ich mal, zu 90% eigentlich auch schon verkauft. Das ist so, denn es gibt eine Zuteilung. Cube ist ein großes Unternehmen. Es kommt aus Bayern. Dort werden die Fahrzeuge auch assembliert und mit diesen tollen Teilen versehen, wie einer Fox 38, die hier drauf ist. Preis von dem Fahrrad? Wir liegen bei dem Rad bei 5.199 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, warum macht ihr denn ein Video zu einem Fahrrad, wenn es eh schon ausverkauft ist? Liegt einfach so ein bisschen daran, dass wir vom Feedback her auch von den Kunden viel gehört haben, dass wir dieses Rad halt auch mal präsentieren sollen und zeigen sollen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt gar keins mehr hätten, aber es wird, sage ich mal, für die Saison 2021 schon schwierig. Man muss abwarten, wie sich die Märkte halt auch entwickeln, was noch passiert. Deswegen, wir haben jetzt mal ein Rad da. Auch das Rad, wie es hier jetzt steht, ist schon verkauft. Ist schon weg? Ja. Ist schon weg, weil einfach wir haben jetzt Liefertermine zum Teil März, April, wo die Kunden auf dieses Rad warten müssen, weil die Warteliste einfach so lange ist. Echt? Krass. Ja, also ich glaube, ich habe den falschen. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, hätte ich mal was Richtiges gelernt, dann. Auch bei der Berufswahl, ne? Dann müsste ich jetzt nicht hier Videos drehen, ja, es ist so, da wäre ich Fahrradhändler. Nee, aber das war ja nicht abzusehen. Das heißt also, als ihr im Februar irgendwann mal, da habt ihr erstmal damit zu kämpfen gehabt, dass die Läden erstmal zu waren. Das war ja gar nicht so witzig. Genau, also es war wirklich ein Auf und ein Ab, kann man so sagen. Ist jetzt auch alles für viele nicht so schön, die Corona-Zeit, gerade auch jetzt mit dem Lockdown in dem zweiten, wo wir uns gerade befinden, gibt es Branchen, denen geht es wirklich nicht so gut. Die Fahrradbranche hat ganz klar davon profitiert, weil die Leute immer noch mobil bleiben wollten, quasi auch dann zu Hause gebunden waren und nochmal spazieren gehen dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat und dann durchaus mehr auf das Fahrrad gekommen sind. Das Thema Fahrrad wäre aber jetzt nicht nur durch Corona so stark gewesen, sondern es war immer schon eine hohe Nachfrage, die stetig gewachsen ist. Und jetzt muss man auch dazu sagen, wir hatten in der Saison so viel schönes Wetter wie noch nie die Jahre zuvor. Es war von den Temperaturen immer gut, wir hatten wenig Regen gehabt. Also man konnte prinzipiell eigentlich immer Fahrrad fahren und das hat natürlich auch viele dazu bewegt, sich für ein Fahrrad zu entscheiden.
Ja, das ist unglaublich schön, das Fahrrad. Ich habe mich jetzt mal gerade hier auf so einen Sessel gesetzt. Ich zeige es mal gerade. Da saß ich gerade, damit ich es filmen kann. Denn allein die Standbilder zu zeigen, also wie das Fahrrad aussieht, so kleine Details. Das Ganze drehen wir jetzt mittlerweile in 4K mit einem großen Weitwinkel, dass man mehr sehen kann. Das ist so schön gemacht, dass man nur mal die Übergänge sieht. Der Rahmen ist aus Carbon. Ja, wir haben hier einen Carbonrahmen, wie beim 140er auch. Also gerade nochmal auf die Thematik, warum machen wir dieses Video? Es gibt ja das Rad sowohl in der 140er Variante halt auch, als auch als unmotorisiertes Bike. Und von daher gibt es einfach die Möglichkeiten, dass die Kunden einfach auch mal das Rad sehen, gerade was die Optik angeht. Weil der 140er hat in der Optik genau den gleichen Rahmen. Und da wollen viele halt auch mal direkt sehen, wie das aussieht, weil wirklich die Problematik ist, die Räder stehen nicht in den Shops, weil sie wirklich durch die Bank halt schon vorbestellt sind und die ersten Chargen, die quasi ausgeliefert wurden, nie in den Laden gekommen sind oder ins Lager direkt, sondern quasi direkt schon zum Kunden. Ist das so? Ich schalte mal gerade mein Licht an, dann gehen wir mal auf die andere Seite, denn es gibt viel zu sehen. Die Schaltgruppe. Ja, wir haben hier die SRAM NX-Gruppe, bekannt natürlich, 12-Gang aus dem SRAM-Portfolio, funktioniert natürlich ohne Probleme. SRAM ist natürlich im Gesamten von der Charakteristik im Vergleich zu Shimano ein bisschen knackiger, das heißt, wir bedienen das Ganze ja über den Trigger. Warte mal, ich komm gleich mal zu dir. Ja. Ich muss gerade mal einmal kurz die Schaltgruppe nochmal zeigen und das ist übrigens das große Ritzel mittlerweile, man kennt ja von den anderen Motoren das kleine Ritzel, aber das Getriebe ist jetzt, glaube ich, drinnen eingebaut. Das heißt also, so und da sieht man hier diesen Trigger, zeig mal. Genau, der Trigger wird bei SRAM quasi immer mit dem Daumen bedient. Bei Shimano haben wir die Möglichkeit über Daumen und Zeigefinger. Das heißt, hier geht es hoch und hier hinten geht es im Endeffekt wieder runter. Ne? Und bei Shimano wird der hintere Hebel quasi über den Zeigefinger, mittlerweile aber auch über den Daumen bedienbar. Das heißt, nennt sich dann To-Release. Heißt, ich kann ihn in beide Richtungen bewegen, bei SRAM nur in die eine Richtung. Genau, wenn du das nochmal für so Leute wie mich, die das nicht verstanden haben jetzt. Und man hört es ja auch, die SRAM ist schon knackig. Ne? Also man hört den Schaltvorgang. Eine Shimano XT im direkten Vergleich ist dann natürlich etwas smoother, also ein bisschen ruhiger oder leiser. Das sind so ein bisschen die Vorlieben, die man hat. Es gibt jetzt hier kein besser oder schlechter, es ist einfach anders. Anders. No? Man ist aber auch so, dass man sich schnell daran gewöhnt. Das heißt also, selbst wenn einer dann sagt, hey, ist aber anders, eine Sache von Schaltvorgänge ungefähr, wenn man viel fährt, das sind Tausende und Abertausende, die man schaltet, gell? Das heißt, die Dinger müssen richtig viel aushalten. Ja, klar, also eine Schaltung ist natürlich auch in der Belastung sehr hoch. Wenn man jetzt mal eine Unterstützung von einem Motor noch nimmt, der über 400% geht und ich schalte dann ist da schon richtig Bums auf der Kette. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Nichtsdestotrotz funktioniert das gesamte Jahr. Klar, man will ja auch wieder zum Stehen kommen, deswegen ja auch hier die Magura MT7 Bremsanlage. Magura ist wirklich sehr, sehr viel in der Erstausrüstung. Ich sage immer so, es betrifft immer die Werkstätten, die dann über sowas glücklich oder unglücklich sind. Weil wenn man ein Produkt in der Erstausrüstung hat, dann ist man froh, wenn das gesamte Produkt auch immer gut funktioniert. Weil keiner der Mechaniker will ein Produkt haben, was irgendwie immer wieder, wo man schon weiß, oh, das muss ich so genau einstellen, sonst wird es diffizil und funktioniert nicht. Die Magura oder auch Shimano Bremsanlagen funktionieren für uns wirklich tadellos. Ne? Also das muss man immer wieder sagen. Die Magura im direkten Vergleich hat vielleicht noch mal ein bisschen mehr Power. Gut, hier natürlich auch die Vierkolbenbremsanlage, also die verzögert ohne Probleme. Die packt, oder? Die packt halt wirklich halt auch zu und ist so gesehen, man sieht es halt auch wirklich die Kolben her, farblich dargestellt. Das bietet Magura halt auch an, diese Ringe in den verschiedenen Farbtönen, hier natürlich passend in dem Orange dann. Ja, Bosch Performance Line CX, die haben jetzt schon alle die große Leistung, die 85? Ja, es ist so gesehen wählbar, aber wir konfigurieren so ein Bike eigentlich immer mit den 85 Newtonmetern und ist aber auch immer noch möglich, auf 75 zu gehen und dann vielleicht etwas mehr Reichweite zu generieren. Was ist denn das für eine Gabel hier? Das ist eine Fox 38 Performance, das ist der Durchmesser? Genau, das gibt den Durchmesser quasi der Gabeldimension einfach an. Die 38er ist natürlich
vom Einsatzzweck her noch Enduro-lastiger. Wir haben das Rad hier mit 160 mm Federweg, heißt also, wir brauchen auch eine Gabel oder wir gehen von einem Rad aus, was sich durchaus in einem gröberen Terrain halt auch bewegt. Und wenn wir jetzt auf das 140er quasi runtergehen, kommen wir dann auf die 36er Gabel, weil die reicht auch von den Dimensionen ganz klar aus. Aber hier ist sowohl von der Bereifung, wir haben sehr stark stolligen Reifen halt auch mit drauf von Maxxis oder dann halt auch in der Verbindung mit den Newman Laufrädern, die ja quasi auch durch Cube vertreten oder vertrieben werden, wo wir wirklich halt auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das Thema Geschlecht und Fahrräder, das hat sich ja komplett gewandelt. Das heißt, Mädels fahren Jungsfarben und umgekehrt. Das kommt so. Es gibt verschiedene Größen. Gibt es denn von der Geometrie her Änderungen bei einem Frauenmodell, bei diesen Fullies? Nein, wir haben das nicht mehr. Also wir hatten bei Cube den Punkt, dass die Sting-Modelle quasi die Damenmodelle waren. Jetzt ist es so, dass es jedes Modell quasi in drei Farben gibt. Da ist dann auch eine sehr feminine Farbe mit dabei. Beim TM oder Action Team reden wir immer von einer Farbe. Da gibt es keine Optionen, weil diese Farbe gehört zum TM, genauso wie zum Action Team dieses Silber-Blau-Orange gehört. Das Orange gibt es in anderen Farben? Was meinst du mit dem Orange in anderen Farben? Akzente. Die Farbakzente. Gibt es die in anderen Farben? Nein, also klar, du kannst jetzt natürlich rote Griffe drauf machen oder diese Abdeckungen hier halt auch rot machen. Aber so wie es kommt, ist es in Orange. So wie es kommt, ist es in Orange. Also das TM ist optisch bei allen Modellen auch gleich. Wenn du willst, kannst du mal hier schauen. Ich will. Wir haben ja hier auch die unmotorisierte Variante. Achso, die gibt es auch noch für Leute, die noch selber reintreten wollen. Da sieht man im Prinzip genau die gleiche Farbgebung. Das ist absolut identisch. Der einzige Unterschied ist jetzt hier, dass wir eine orangene Gabel drin haben. Aber ansonsten ist... Die ist aber geil. Sieht geil aus, ja. Die wird direkt... Achso, da ist eine Kashima-Geschichte da. Die ist schön. Ja, also man muss da natürlich immer dazu sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt immer extrem. Also wir liegen hier bei einem Rad mit 3.500 Euro. Komplettes... Ohne Motor. Ohne Motor, aber komplettes Kashima-Fahrwerk, Carbonlenker mit drauf. Also für das Geld wirklich unschlagbar. Das Gewicht von dem... Du fragst immer Sachen. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall leicht. Du kannst mit einer Hand heben? Bestimmt, aber ich komme gerade so schlecht dran. Gott. So, muss sagen, du bist ja auch schon in die Jahre gekommen, so ein bisschen. Ja, das ist der. So, da steht's. Ich werde auch nochmal die technischen Daten werde ich nochmal reinkopieren, zumindest bei YouTube und Facebook werden wir sie mal reinschreiben. Also Gewicht und so weiter und so fort. 6,25. Stell's mal bitte aufs Hinterrad, dass wir da mal unter das Fahrwerk gucken können. Denn Integration vom Akku bei allen Cubes ist das jetzt nochmal verbessert worden. Das heißt also, der Deckel, der oben drauf ist, den kann man mit einer Hand lösen und der geht wie Butter. Ja, genau. Wir haben es jetzt bei den ganzen Modellen gezeigt gehabt. Wir drehen hier heute das erste Mal die Cube-Modelle. Und ich muss halt wirklich sagen, dass dieser Deckel sensationell funktioniert. Ganz klar. Das war vorher nicht so. Da war es ein bisschen fummeliger, hat auch funktioniert. Aber jetzt... funktioniert. Genau, also oftmals wird das ja über eine Rändelschraube gelöst bei verschiedenen Herstellern. Das geht genauso gut. Man muss auch dazu sagen, den Deckel, wann mache ich den mal ab? Im Endeffekt zum Laden habe ich eine Ladebuchse, die siehst du ja hier. Warte. Auf der anderen Seite. Ich komme mal auf die andere Seite. So. Da ist die Ladebuchse. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich will mein Fahrrad im 5. Stock laden und das ganze Rad geht aber nicht hoch, dann muss ich den Akku natürlich mitnehmen, weil wenn ich vielleicht unten keinen Strom habe. Aber ansonsten ist die Lösung hier wirklich... sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also nochmal zusätzlich verstärkt. Man sieht hier die Gummierung auch drauf, ne? was Steinschlag oder sonstiges halt auch angeht, weil das natürlich ein Rad ist, was ich in einem, ja, selbst in einem Bikepack nutzen könnte. Warte mal kurz, jetzt wo du es mal gerade so schön hältst, halt mal still. Denn diese Bremse, die sieht ja so scharf aus. Also das hat wahrscheinlich auch eine Funktion, dass sie so schwarz und mit außen der Bremsscheibe. Genau, wir haben eine zweigeteilte Bremsscheibe. Hat den Vorteil, dass einfach das Thema Kühlung halt auch eine große Rolle spielt. Auch die Belastung bei einem E-Bike eine ganz andere ist wie bei einem klassischen Fahrrad. Heißt, wenn ich so ein Rad verzögere, ist deutlich mehr Last auf der Bremse halt auch. Grundsätzlich bin ich halt auch mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs. Und der nächste Punkt ist, dass ich dieses Fahrrad durchaus auch im alpinen Bereich bewegen kann. Und wer da mal unterwegs war und so eine Abfahrt genommen hat, die einige Kilometer geht, dann kann man
kann man durchaus auch schon eine Sehnenscheidungsentzündung kriegen, dadurch, dass ich so viel bremsen muss vielleicht. Ne? Mhm. Klar, wer später bremst, ist länger schnell, aber Bremsen ist halt da schon ein ganz großer Faktor. Und hier die Standfestigkeit auch, Fading. Die Standfestigkeit ist einfach der entscheidende Punkt. Natürlich, klar, wenn ich die jetzt auf einem Kilometer dauerhaft schleifen lasse, wird sie so heiß, dass sie dann auch irgendwann versagt. Aber so bremst man ja schlussendlich auch nicht. So, und da ist ein kleines Gummi dran. Du bist ja Spezialist auf dem Standrohr. Erklär mir mal, wozu ist das Gummi da? Zur Einstellung des Negativfederwegs. Das heißt, der Kunde setzt sich drauf und wir erkennen quasi über den Ring, inwieweit die Gabel oder der Dämpfer, beim Dämpfer haben wir es ja auch, sehen wir es hier, dann schon einfedert und danach bemessen wir schlussendlich die Einstellungen. Ich habe gedacht, das wäre eine Selbstanzeige, wie stark ich gesprungen bin im Bikepark. Kannst du auch sehen, wenn es natürlich so weit eingeschlagen ist, dann hast du den Federweg auch optimal genutzt. Nee, Thema. Hast du die gesamte Kennlinie verwendet? Ist ja so, es kaufen ja immer mehr Leute. Das ist jetzt ein Profigerät, sage ich mal. Du hast eben schon gesagt, damit kann ich mich im Bikepark bewegen. Da würde wahrscheinlich ein 14-Jähriger schreien, wenn er sowas zum Geburtstag geschenkt bekäme oder zu Weihnachten. Aber es kaufen ja immer mehr Leute sich auch so einen Teil, die einfach nur mal, ich sag mal, das als All-Mountain benutzen, also für einen Waldweg oder mal einfach für die Straße und so weiter. Und da ist das Thema Einstellung, die haben das vielleicht nicht geguckt bei YouTube und tausendmal geübt, wie man so einen Federweg einstellt. Was sind denn so die wichtigsten Tipps? Du hast zum Beispiel einen Tipp, wenn man Sachen mitnimmt im Rucksack, die sehr schwer sind, wie zum Beispiel ein Zusatzakku, und man nimmt ihn oft mit, dann soll man das am besten vorher sagen. Ja klar, wenn der immer Gegenstand beim Fahrradfahren ist, dann sollte man das mit berechnen. Also die grundlegende Abstimmung des Rades ist immer entscheidend. Das heißt, bei jeder Auslieferung bei uns wird Gabel und Dämpfer immer mit abgestimmt. Ne? Wir reden ja meistens wirklich von Luftfederelementen und das heißt, hier kann ich über die passende Gabel oder Dämpferpumpe, das geht nicht daheim im Kompressor im Übrigen, den genauen Druck halt wirklich anpassen. Und dann ist natürlich immer die Frage, für welchen Einsatzzweck. Bei einem Rad mit 160 mm Federweg würde ich schon einen Negativfederweg von knapp 30-35% fahren. Okay, das heißt also, wenn ich drauf sitze, ist rund ein Drittel schon drinnen. Genau. Das kann man so sagen, das kann man dann auch einstellen. Man kann sich auch hier beraten lassen. Also wenn jetzt jemand technisch bewandert ist, der kann euch ruhig mal ein paar Fragen in den Bauch stellen. Ihr habt auch diese Pumpen da, damit man das machen kann. Die verkauft ihr auch, erklärt das den Leuten. Und wenn sie dann wirklich nicht klarkommen, dann können sie auch gerne nochmal herkommen. Wie ist das denn, wenn ich das Fahrzeug bekomme, ist da die Einstellung, dass alles, wenn ich das hier im Präsenzhandel kaufe, mit drin oder zahle ich das extra? Nee, das ist bei uns mit drin. Das gehört zum Service. Das heißt also, die Abstimmung ist ja das Wichtige. Das macht ja den Fahrspaß nachher halt auch aus. Das macht viel aus. Genau. Also ich sehe das leider halt auch immer wieder, gerade bei uns, wenn Fahrradfahrer unterwegs sind, an einem Leinfahrt oder an der Bahntrasse oder am Gewässer entlang irgendwo, die ein vollgefedertes Rad haben und Dämpfer und Gabel sind bei dem Einsatzzweck schon über die Hälfte eingefedert, dann wurde da sicherlich noch nie ein Setup gemacht. Ne? Also das ist einfach entscheidend und wichtig. Und selbst wenn jemand sagt, okay, ich habe mir ein Rad bestellt oder wie auch immer und komme damit gar nicht klar, dann bieten wir in der Werkstatt auch diesen Service, dass wir das auch einstellen. Das ist natürlich dann kostenpflichtig, wenn es kein Rad von uns ist. Aber wir schicken dann keinen heim und sagen, ey, geh halt dorthin, wo du es gekauft hast. Sondern wir sehen es halt schon als wichtig an, dass derjenige dann auch damit Spaß hat. Ja. Nico Ockenfels, hier ist es. Er hat gesagt, dieses Fahrrad wird für viele Klicks sorgen. Er kriegt welche, er hat welche da. Wichtig ist vorher anrufen. Du hast zu mir gesagt, also man kann sich aufnehmen lassen in eine Liste. Man kann seine Wünsche äußern, welche Farbe, welche Größe und so weiter und so fort. Du kannst diese Räder nicht online stellen, die ihr nicht habt. Das macht keinen Sinn, denn da gibt es nur böse Bewertungen, dass ihr Sachen reinstellt, die ihr nicht habt. Aber es passieren, ich sag mal, Wunder, dass auf einmal ein LKW hier steht. Das ist schon passiert. Und auf einmal zum Beispiel ein neues Display da ist, das neue Kiox-Display. Und selbst, genau, das Neon-Display. Und selbst Bosch wusste,
wusste nicht, dass es kam. Denn ich sag mal, oft ist die Logistik ein Wunder. Ja, durchaus. In dem Fall war es jetzt bei der Erstausrüstung. Im Aftermarket-Bereich gab es das Produkt noch nicht. Da war Cube schon weit vorne mit dabei, dass sie das auch schon montieren konnten. Im Großen und Ganzen ist es wirklich dieses Jahr so, dass die Kunden uns wirklich kontaktieren müssen. Wenn sie ein gewünschtes Rad haben wollen, immer den Weg, am besten sogar per E-Mail, weil wir dann besser darauf eingehen können, weil wir selber erstmal schauen müssen, wann kommt das Rad, in welche Filiale kommt das Rad, als wie das spontan über das Telefon zu machen, ist immer sehr, sehr schwierig. Im konkreten Fall wirklich eine E-Mail schreiben und dann halt einfach sagen, ich hätte gern dieses Modell in der Größe, wie sieht's aus, was für Möglichkeiten haben wir. Und dann können wir dann konkret darauf eingehen. Und man muss aber dazu sagen, das ist immer so eine tagesaktuelle Geschichte. Wenn ich dann erst 4 Wochen später schreibe, okay, ich würde es nehmen, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, man kann es auch direkt anbezahlen, das tun auch viele. Da steht's, der Name nochmal von dem Fahrzeug? Stereo Hybrid 160 TM. Stereo Hybrid 160 TM, Modelljahr 2021, Rahmengröße von dem? Das ist ein M18 Zoll. Ein M18 Zoll, ich zeige den Nico mal gerade daneben, wenn ich mal kurz draufsetzt. Deine Größe heute? 1,80? Heute. 1,85 ist er drauf. Ich würde ein L fahren. Du würdest ein L fahren. Ja. Das ist so. Auch die Beratung Größe macht ihr am Telefon. Das heißt also am besten mal ein Foto von sich selbst machen. Es gibt ja auch Leute, die haben lange Beine und kurze Arme oder umgekehrt. Also das sollte man ein bisschen drauf achten, damit vorher keine Überraschungen kommen, gerade wenn man so lange gewartet hat, oder? Ja, es sollte schon passen. Also Foto ist jetzt nicht zwingend erforderlich, nee, aber wir können über die Eckdaten schon gehen. Du hast mir gesagt, Frauen sollen immer Fotos einnehmen. Ja, ist für die Mitarbeiter dann schön, die E-Mails beantworten. Nee, es war Spaß. Man muss kein Foto machen. Aber es ist so, Thema Größe, S, also S, M, XL und so weiter. Das heißt, am besten sagt ihr einfach, wie es ist und man kann das beraten. Bisher hat es auch immer geklappt. Es gibt da große Ranges. XL wäre jetzt zu groß für dich, oder? Ja, würde schon gehen, aber wäre mir persönlich einfach vom Handling her zu schwergängig, einfach nicht das so, wie ich mir ein Rad vorstelle. Mit dem L bin ich eigentlich schon über Jahre immer, auch bei den einzelnen Marken, ist meine Größe, die ich dafür verwende. Preis von dem Fahrzeug? 5.199 Euro. Ja, klingt wie ein Sonderpreis, ist es aber nicht, es sind über 10.000 Mark, ja, aber man kriegt ja auch ein bisschen was dafür mit auch hohem... Dafür bekomme ich sehr, sehr viel Fahrrad. Sehr viel Fahrrad, sagt er. Ja, Nico Ockenfels von WeCycle, Bendel bitte nochmal weg. Aus Riegelsberg, das liegt bei Saarbrücken. Wir drehen gerade in St. Wendel, eine tolle Stadt mitten im Saarland. Aber auch wenn sie weiter wegkommen, du hast einen Webshop schon seit Jahren. Ich glaube, über 10 Jahre hast du den Webshop. 10 Jahre wären es jetzt. Und auch da kann man die Verfügbarkeiten sehen, zwar nicht pro Filiale. Ansonsten am besten eine E-Mail schreiben mit einer Rückrufnummer. Ihr ruft zurück. Genau, wir rufen zurück. Also das ist momentan auch in der Kommunikation mit der beste Weg. Es geht für den Kunden schneller, weil die E-Mails eigentlich permanent angeschaut werden und dann auch, selbst wenn jemand noch um 5:30 schreibt, in der Regel auch noch zurückgerufen wird. Ja, wir drehen heute mitten in der Wahl des amerikanischen Präsidenten am 4. November 2020. Mal sehen, wie es ausgeht. Aber das hier geht auf jeden Fall schon mal positiv aus für denjenigen, der dieses Fahrrad bekommt. Mann oder Frau, wer kriegt das hier? Ein Mann, so aus dem Saarland. Tschüss, Nico. Ciao. Ciao, Sven.